Auf einer Strecke von 20 Paddelkilometern steigt der Rauch zu beiden Seiten des Flusses auf. Es geht wenig Wind und so hält sich das Feuer in Grenzen. Wunderbarer Abend. Ich fotografiere und bin ein Stück vom Lager weg. Dann höre ich mehrmals meinen Namen rufen. Da ist etwas. Ich starte los zum Lager. Ein Schwarzbär. Sekunden zu sehen, dann ergreift er die Flucht. Bis auf 20 Meter ist er auf Brigitte zugegangen. Aber wir bleiben, erhöhen das Feuer und die Glut. Irgendwann gehen auch Bären schlafen. Und auch wir. Wir bleiben keine weitere Nacht und fahren wegen des Bärenkontakts weiter. Eigentlich unlogisch, da es ja überall Bären gibt. Die von der letzten Nacht sind ja vor uns geflüchtet, was vielleicht andere woanders nicht tun. Was soll's? Wir haben also noch einen Rasttag vor uns. Auch nicht schlecht.
eine ruhige Bucht unweit der Mündung des Francis River. Eine der sagenhaften Bulltraut geht mir an die Angel. Den Salmoniden mit rosa Fleisch gibt es nur hier am Lia drüber. Ein Festmahl. Noch einmal das einsame Feuer knistern hören. Wir haben die Gegenwart unverrückbar in die Vergangenheit transportiert, die uns niemand mehr nehmen kann.